Benutzt eure Deckung, Männer! Diese Dinger sind eklig! So, den ballern wir mal weg. Und da müsste da irgendwas Böses durchbrechen. Ja, genau, da kommt so ein Bulldozer durchgebrochen. Kommandant Eichel, schon unterwegs. Tyrannidenangriff. Der Tyrannenwache, genau. Dem sein Schuss ist noch nicht wieder aufgeladen. Ein weiterer Tyrannide ausgeschaltet. Das ist ziemlich zerstört. So, gebt ihm mal ordentlich Feuer. Aufgepasst! Der Schwarmlord ist nahe. Bin in Bewegung. Machen wir's. Alle raus! So, dann mal raus mit euch aus dem Gebäude. Hier, Kommandant. Ich höre. Zeit für etwas Bewegung. Und wir müssen weiter nach da oben, weil hier oben ist jetzt da der Bossfight. Also das ist immer unterschiedlich, wer gegen wen kämpft. Imperial und Tyranniden gegeneinander, das war auch in der ersten Staffel so. Als wir Tyranniden gespielt haben, haben wir zuerst gegen das Imperium gekämpft. Und haben den Generalfeldmarschall getötet. Wir werden angegriffen. Deckung hält. Wir werden angegriffen. Tyranniden haben uns angegriffen. Ich liebe dieses Geräusch. Und dieses Mal kämpfen wir halt als Imperiale und töten die Tyranniden. Kleines Befehle, dann los. Wir sind hier im Kampf. Chaos und Space Marines treten gegeneinander an und Ork und Eldar treten ebenso gegeneinander an. Feindliche Streitkräfte in Sichtweite. So. Das ist ziemlich zerstört. So, da ist eine Waffe, die wir uns noch schnappen können. Ich liebe dieses Geräusch. Und dann können wir wieder raus hier. Kommandant bin schon unterwegs. Der schnappt sich seinen Püsterich. Jo. Also eigentlich sind das reine Verteidigungseinheiten, die schweren Waffentrupps. Deswegen werden wir sie wahrscheinlich in eine dieser Bunker stecken. Und hoffen, dass der Schwarmlord den Bunker nicht platt macht. So. Das ist ein Kontrollpunkt für uns, Sir. Ich rücke aus. Ein großartiges Exemplar. Meinen Sie nicht auch, Merrick? Sie bewundern den Schrecken, General? In der Tat. Sein Kopf wird sich in meiner Trophäensammlung gut machen. Tief zielen. Haben wir ins Falle reingehen, Freunde, dann. Ich habe keinen Heil, mein Dorf überleben. So, der Schwabler scheint erstmal keinen Bock zu haben. Ebenso wie mit Verrätern und Feiglingen. Sind für mich alle gleich. Ehrlich. Guardianer melden sich zum Dienst, Sir. Ja, hier herrscht reizendes Chaos. Ja, der Schwarmtyrann ist gefallen. Ist stark. Aber Stärke ist kein Gegner für Intelligenz und Entschlossenheit.
oder großkalibrige Sprenggeschosse. Das ist der richtige Geist, Sergeant Major. Ja, großkalibrige Sprenggeschosse. Wir haben ihn mit Lasern. Das ist ein besseres Ende als erwartet. Wenn man die geringe Qualität und Entschlossenheit der Soldaten hier betrachtet. Da wir uns nun wieder mit Lord Kommissar Byrne zusammengetan haben, wird keine feige oder inkompetente Handlung mehr unbemerkt oder unbestraft bleiben. Bei allem Respekt, General. Ich töte diese Bestien jetzt seit einer Dekade, neben allen anderen Xenos, die dem Imperium bekannt sind. Sergeant Major, niemand stellt Ihre Tapferkeit oder Loyalität in Frage. Ein Signal in dem dunklen Meer der Apathie und Häresie. Deshalb habe ich den Generalfeldmarschall zu Ihnen geführt. Ich bin Inquisitorin Adrastia vom Ordo Hereticus. Die Inquisition ist diesem Sektor nicht fremd. Sie hat sich vor einiger Zeit angemessen um Cyrene gekümmert. Jetzt kehren Sie zurück, um diese Lösung auf die übrigen Planeten des Subsektors Aurelia anzuwenden. Sie meinen... Exterminatus. Die vollständige und gänzliche Vernichtung jeder bewohnten Welt in diesem Sektor. Niemand wird verschont. Verräter, Xenos, Loyalisten, alle werden sterben. Jo, erster Sieg. Klasse, Sir. Sieg. Einsatz erfolgreich. Wir kriegen eine Sanitäterausrüstung. Was gut ist. General Feldmarschall ist fast eine Stufe aufgestiegen. Wir haben ein paar Sachen gekriegt. Und können weiter. In den Hauptbildschirm der Kampagne, also auf die Weltkarte. So, wir nehmen den Sergeant für die Infanteristentruppen, weil die katachanischen Teufel sind Nahkämpfer, aber ich finde sie nicht so besonders toll. Und Ausrüstungsgegenstände finden wir eh immer bessere, also immer... Nehme ich eh immer entweder Upgrades für meine Truppen oder bessere Truppen. Und in dem Fall ist der Sergeant gar nicht mal so schlecht. Fügt dem Trupp deinen Sergeant hinzu, der die Truppengröße um 2 Soldaten erweitert. Die Exterminatusflotte wird in 3 Wochen eintreffen. Ich bin jedoch aus eigenem Antrieb hier. Als Gefälligkeit für Captain Gabriel Angelos vom Blood Ravens Orden der Space Marines. Er hat eine Theorie über die Probleme in diesem Sektor. Eine sehr interessante Theorie. Und wenn sie stimmt, kann ich den Exterminatus aufhalten. Leider brauche ich Unterstützung, um diese Theorie zu beweisen oder zu widerlegen. Ihre Unterstützung. Warum brauchen Sie mich und meine Männer? Wegen der heiklen Natur meiner Untersuchungen kann ich die normalen Kanäle nicht nutzen. Sie haben sich als vertrauenswürdig erwiesen. Unter der Führung des Generalfeldmarschalls könnten Sie mir sehr nützlich sein. Womit das Problem mit dem Transport in diesem Sektor noch nicht gelöst ist. Wir müssen frei umherziehen können, ohne imperiale Unterstützung. Ich kenne eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Alle Planeten in diesem Sektor sind verbunden. Teleportarien, erschaffen im dunklen Zeitalter der Technologie, ermöglichen das Reisen zwischen den Planeten, wenn man weiß, wo sie sind und wie man sie nutzt. Eins dieser Teleportarium-Geräte ist sogar sehr nah, in einer Kriegszone, die von Abtrünnigen und Verrätern kontrolliert wird. Wir müssen dieses Teleportarium erreichen und wir müssen schnell sein. So, wir haben eine neue Verbesserung gekriegt. Wir haben Zugang zu Planeten Typhon und wir haben den Lord Kommissar erhalten. Unseren richtigen Nahkampfhelden. So, vergeben wir erstmal Punkte. Der General Feldmarschall hat sogar 2 Punkte gekriegt. Kriegt auch das hier als ausgerüstetes Zubehör. Verwendung dieses kleinen Amulett gehört gewöhnlich nur hochrangigen Mitgliedern des Blablabla. Ach, das müssen wir wahrscheinlich hier lesen. Geben wir es mal ihr. Ja, macht vorübergehend unverwundbar. Das ist ja praktisch für sie. Oder für ihn hier. Aber eher für sie. So, wir könnten ihm erstmal die bessere Ausrüstung geben. Der Flammenwerfer ist für Sergeant Merrick gut. Wobei ich nicht so auf Flammenwerfer stehe, gebe ihm lieber die Laserkanone.
So. Dann vergeben wir Punkte. Truppen mit der Zeit heilen und einen Sergeant könnten wir freischalten. Wir könnten hier ein Funkgerät hinzufügen, was die Geschwindigkeit erhöht. Wir könnten einen Kommissar hinzufügen. Ja, den lieben Wasserabwurf, den hätte ich auf jeden Fall gerne. Fernkampfschaden reduzieren, Mut. Weil Level 10 ist das Maximum, was wir erreichen können. Das heißt, wir müssen uns zwei Stränge aussuchen, die wir vollpacken wollen. Und auf jeden Fall hätte ich gerne den hier. Ja, das ist zum Beispiel auch schick, wenn wir dem Generalfeldmarschall einen Plasmawerfer oder einen Melter geben oder halt auch einen Flammenwerfer, dann kriegen das alle im Trupp. Und wir kriegen halt den Sergeant, was den Schaden des Feldmarschalltrupps erhöht. Einen Kommissar. Und der Sergeant. Oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Energie eines Trupps auffüllen. Fähigkeiten Nachladezeit. Naja. Ne, Feldmarschall auf Gesundheit und Angriff trimmen. Eine Valkyrie, yep. Das ist gut. Sie sollten wir eigentlich auch auf Gesundheit und Schaden. Ja, auf jeden Fall erstmal auf Schaden. Jo. Ihn hier. Er ist mehr auf... Ja, auf jeden Fall reparieren könntest du gebrauchen. Zusammenflicken. Macht die Maschinengeister launisch. Und du gewinnst Gesundheit zurück für jeden Feind, den du tötest. Gut. Ihn hier. Fanatismusfähigkeit verursacht deutlich größeren Schaden und exekutieren lädt sich sofort wieder auf. Fähigkeit lädt sich auf, wenn man Schaden nimmt. Aha. Ein verbündetes Gruppenmitglied zu exekutieren. Also ich würde wahrscheinlich eher mal erst auf Schaden gehen. Weil dann kriegen wir inspirierender Angriff. Schaden und Rückschuss gegen Feinde in der Nähe gewährt Verbündeten in der Nähe vorübergehend einen Schadensbonus und Rückstoßimmunität. Jo. Gut. Den Flammenwerfer, den könnte ich eigentlich verheizen, um irgendeinen aufzuleveln hier. Aber nee. Lassen wir das mal und gehen gleich in die nächste Mission. Da können wir da die Gardistentrupps freischalten, die Elite-Einheiten. Also los. Generalfeldmarschall, das sollten Sie hören. Es kam von einer Position zwischen uns und unserem Einsatzziel. An alle Offiziere und Regimenter, die dies empfangen. Wir sind das imperiale Kommando satt. Wenn wir schon kämpfen müssen, dann tun wir das ab sofort für uns selbst. Wenn Sie das Treuebruch nennen, gut. Wir wären eh tote Leute. Die Kröte versprechen wenigstens eine Gegenleistung. Diese Region gehört nur uns. Wenn wir irgendwen innerhalb einer Meile sehen, belegen wir ihn mit Beschuss. Glauben Sie nicht, dass wir das nicht könnten. Die heiligen Panzer des Regiments sind nicht so wählerisch, was Heiligkeit betrifft. Jo, der Tanz mit dem Baneblade. Auf die Minikarte achten. Hauptaufträge, Nebenaufträge und Orte, die Sie erobern können, werden auf der Minikarte angezeigt. Ja, und so weiter.
machen, Soldat! Zeit für etwas Bewegung. So, das heißt, wir müssen eigentlich erstmal nur unsere Truppen hier unten hinbringen. Weil den oberen Teil können wir noch gar nicht hinscrollen. Also welcher die Ober... Hier... ist gerade Ende. Ja, er ist halt im Augenblick nur gut gegen Fahrzeuge. Gut, ich rücke vor. Was in dieser Mission halt noch nicht so viel bringt. Eindringlinge, verdammt. Man hat uns gefunden. In Ordnung, ihr Teufel. Es interessiert mich nicht, wer ihr seid. Spürt die Macht des Baneblade. Wir haben nicht die Waffen, um den Baneblade auch nur anzukratzen. Zurückziehen und neu formieren. Jo, einmal zurückziehen. Das, was ihr habt, Soldat. Unsere Inquisitorin wurde eliminiert. Verdammt, wir kommen hier nicht durch. Sucht einen anderen Weg! So, die müssen wir jetzt wiederbeleben. Da warten wir, bis es fast nichts mehr kostet. Das ist nämlich noch mal kurz der Tunnel, wenn man Helden verliert und nicht mehr an sie rankommt, dass man sie halt für Anforderungspunkte an der Basis wiederbeleben kann. Wir sind eigentlich... Schützt diese Zielkogitatoren. Die Geschütze könnten durchdrehen, wenn einer zerstört wird. Jo, das haben wir auch vor. Also den Kogitator zu zerstören. Hier, Kommandant, ich erfasse das Objekt. Genau, wenn Maverick nämlich mit der Laserkanone drauf schießt, dann macht er schön viel Schaden. Und wir haben die Türme auf unserer Seite. Dann holen wir uns hier die Ressourcen. Das reicht aber leider nicht, um eine, um Einheiten zu rufen. Genau, mehr Anforderungspunkte, die kriegen wir aber da oben. So, die Inquisitorin, sie ist ein bisschen angeschlagen. Wir ziehen mal die Inquisitorin etwas zurück. Maverick. Ich setze mich in Bewegung, das Ziel ist hier, droht Gefahr. So, einmal heilen.